Überpünktlich, man kennt ihn, ja, sagen die Frauen auch von mir. Ja, man kennt ihn, Digga. Was ist das denn, Digga? Montana Blacks geheime Tochter von Apecrine. Lul. Ey, aber mal eine Frage, ne? Wer hat mir von euch das Twitch-Overlay empfohlen? Twitch-Overlay, das YouTube-Overlay. Ja, alles klar, Digga. Macht natürlich... Hä? Newton? Digga, muss ich nicht verstehen, oder? Oh, aua! Mann, du Scheiß! Hurensohn. Dazu sage ich einfach mal gar nichts. Och nee, es fängt schon wieder an, ne? Hey! Verdammte Scheiße, Mann! Direkt wieder. Die Männergrippe, die größte Grippe, die es gibt, Digga. Wahrscheinlich auch noch ein Tripper am Arschloch. Erstmal muss ich jetzt ein bisschen runterkommen, Digga. Mich ein bisschen runterfahren. Ja, Lootboy auch. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe bei Lootboy keine schlechten Erfahrungen gemacht, Digga. Wie gesagt, das Ganze beruht ja auf Zufallsprinzip. Das heißt, du kannst auch 20 Euro investieren und nichts gewinnen. Weißt du, wie ich meine? Ich kann jetzt auch, warte, ich kann kurz nebenbei mal nochmal 10 Packs kaufen, Digga. Das ist halt, also meine Accounts sind da nicht gefaked. Lootboy ist Schmutz, ja, das ist aber dann wahrscheinlich, sagst du es auch nur, weil du da halt selber 10 Euro, 20 Euro investiert hast und nichts rausbekommen hast. Aber wenn du 20 Euro in FIFA-Packs investierst und nichts ziehst, dann sagst du auch nicht, ist Schmutz, so vom Ding her, weißt? Also es ist halt einfach Zufallsprinzip, Bruder. Ist einfach Zufallsprinzip. Du kritisierst FIFA für die Packs und machst dann Werbung für so eine App. Naja, als allererstes BVB Tassos, wert dir, bevor du die Packs ziehst, an. Also hast du gewisse Sachen drin, die fest drin sind. Zweitens gibt es ein Zahlungslimit auf der Seite. Das heißt, du kannst nicht mehr als 10 Euro die Stunde ausgeben. Und ich könnte jetzt noch so weiter argumentieren, BVB Tassos. Also wenn du meinst, dass FIFA Packs im Verhältnis zu dem, was Lootboy macht, ist, dann ist es deine Meinung. Meine aber nicht. So, mal schauen. Vielleicht ziehe ich jetzt mal... Oh Bruder, das war ganz schön laut, Alter. Holy shit. Na, 600 V-Bucks direkt gezogen. Wallpaper von mir. Sind das 5000 V-Bucks, Digga? Ich weiß es nicht. Oder, doch, muss ja. Dann kommt noch ein Euer Bomberskin, Digga. Was waren das jetzt, Digga? Also das eine waren 600 V-Bucks, das weiß ich. 5000 V-Bucks, Digga. Hier hatten wir noch 600. So, und ich sag's euch ganz ehrlich, ich verstehe natürlich eure Argumentation, dass man, du beschwerst dich über FIFA-Packs, aber die Leute, die sagen, dass Lootboy Scam ist, haben einfach das Prinzip von Lootboy nicht verstanden. Natürlich muss Lootboy damit auch Geld verdienen und natürlich kann Lootboy nicht jedem, der 20 Euro auflädt, alles geben, was sie haben. Ja, das ist ja ganz klar, Digga. Ist ja eine ganz klare Sache. Ist ja auch dein Account. Klar, natürlich, Digga. Ist mein Account, der ist getürkt. Jetzt kommt wieder das Standardargument. Ja, natürlich, BVB Tassos, kannst du hier... aber du kannst hier auch, Digga, indem du einfach dir die Comics durchliest auf der Seite beispielsweise, Packs ziehen. Du bist ja auf der Seite nicht verpflichtet, Packs zu kaufen, die Geld kosten. Du kannst auch dadurch, dass du jeden Tag auf der Seite bist, dir solche Packs verdienen. Also, ich verstehe den Ansatzpunkt schon von euch. Und wäre auch bereit, mal irgendwie in einem langen Gespräch das zu diskutieren. Aber Fakt ist, du kannst Lootboy nicht 1:1 mit FIFA vergleichen. Das geht nicht. Zeig die Codes bestimmt nicht, Digga. Die werde ich werden verlosen. Kein Bock, dass irgend so ein Schmutzzuschauer, der hier das erste Mal ist, den einlöst. Ja, mit Schmutzzuschauer meine ich einer, der das erste Mal hier ist und eigentlich nur den Stream schaut, um mich zu reporten für irgendwas. Und wisst ihr was, Livestream-Chat? Man darf nie vergessen, wem man was zu verdanken hat. Deswegen machen wir jetzt ein Gewinnspiel auf. Die 5000 V-Bucks. Only für meine Moderatoren. Ali Kaya mit dem Fuffi dabei. Wieso wird man eigentlich für richtig harmlose Sachen getimeoutet? Witz gerade, was im Chat passiert ist. Ali Kaya, also erstmal, Bruder, hab ich dich getimeoutet?
Das ändert auch nichts daran, dass du einen Fuffi gespendet hast. Aber du bist schon lange genug dabei und weißt, dass ich keinen Bock darauf habe, Digga. Dass, wenn du meinst, wenn ich in der Situation reinscheiß, brauche ich deinen unqualifizierten Kommentar nicht wie oh, wie schlecht oder oh, wie bad. Ich habe keinen Bock auf so eine Möchtegern-Fortnite- bzw. COD-Community, Digga. Wenn dir das nicht gefällt, was du siehst, dann musst du abschalten, Digga. Aber dein Kommentar ist halt einfach so wie die letzten Monate auch schon bei anderen getimeoutet worden, Digga. Punkt. Kannst auch gerne deinen Fuffi zurückziehen, Digga, Ali. Du bist schon lang genug dabei. Und auf so einen Kommentar kann ich einfach verzichten. Gerade von jemandem, Digga, der schon so lange dabei ist, Digga. So einen Kommentar, Digga, kannst du dir nehmen und dir ans Knie tackern, Digga. Also, da, Bruder, da muss ich aber los, Alter. Dann auch noch zu fragen, warum man geteilt. Digga, du kennst doch die Regeln mittlerweile. Ja, Ali, wie gesagt, wenn du meinst, es war nichts Verwerfliches, in Ordnung, Digga. Schreib das gleich hier nochmal rein, dann wärst du wieder getimeoutet, Digga. Das war schon immer so. Und nur weil du langer Zuschauer bist, mach ich doch da keine Ausnahme, Digga. Und kritikunfähig wie immer. Klar, Bruder. Darkson, du kannst dich. Also, von mir aus. Man kann ja bei Twitch so. So eigene Chaträume erstellen. Da kannst du dich mit Ali Kaya und ein paar anderen reinbegeben. Und dann könnt ihr mal drüber diskutieren, was Kritikunfähigkeit ist. Kritikunfähigkeit, klar, ich bin völlig kritikunfähig, wenn mir jemand reinschreibt, du bist schlecht. Die Kritik nehme ich mir natürlich zu Herzen, Bruder. Bruder, Digga, da muss ich aber los, Alter. Da muss ich aber ganz, ganz dringend mal los. Oh mein Gott, ja, Bruder. Oh, Bruder, da muss aber groß, Alter. Zum Glück waren beide Dosen leer. Zu. Kritik und ironische Aussagen, zwei Paar Schuhe. Ja, Ali, aber auch da, Digga, sag ich dir ganz ehrlich. Wie lange chillst du jetzt auf Twitch? Glaube ziemlich lange. Und ich habe keinen Ironiesensor an meiner Schwanzkuppe. Wenn du mir was in den Chat reinschreibst und das soll Ironie sein, dann hau doch da einfach einen Kappa hinter oder keine Ahnung, okay? Aber hab auch keine Lust, da jetzt ewig lang zu diskutieren, Digga. Kennst mich, kennst meine Regeln im Chat und wenn du sie nicht berücksichtigst, ist mir egal, ob du 5 Jahre dabei bist oder 1 Jahr, Digga, oder 2 Jahre. Dann ist halt einfach die Konsequenz, Digga, dass ich halt an dir oder anderen Leuten die Regeln anwende, Digga. Das war schon immer so, wird auch immer so sein. Klar kann ich jetzt sagen, Ali, Bruder, tut mir leid, dies, das, in der Hoffnung, dass du gleich noch einen Fuffi raushaust, aber du kennst mich, Digga. Mir ist es egal, wer du bist oder woher du kommst oder wie lange du dabei bist. Ich behandle alle gleich. Jeder soll sich an die gleichen Spielregeln halten, Punkt. Ganz einfach, Digga. Gido verschenkt 10 Community Sucks. Ich danke dir. Sucks wahrscheinlich. Community Subs. Community Sucks, ja. Ja. Da muss ich aber los, Digga, bei der Aussage. Ja, du bist der Allerbeste. Jeder weiß, dass du Stream snipes, Digga. Ja, ganz klasse. Also wenn das heute so weitergeht, Digga, heute ist wirklich der Wurm drin. Der kommt angelaufen, schmeißt 3 Granaten ins Schiff, die rein, Digga. Da, also, das nächste Mal, wenn sowas passiert, werde ich denjenigen melden, Digga. Da habe ich echt keinen Bock drauf, Digga. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Es ist einfach nur noch nervig. Du kannst, es macht einfach keinen Spaß, so zu zocken. Sei nicht so wie Ninja, nee, Digga, aber es geht einfach... Es ist mir dann auch scheißegal, Digga. Weißt du, wenn du mir auf den Sack gehen willst, dann machst du unauffällig. Aber der läuft in Shifty rein und schmeißt in Shifty erstmal 3 Granaten rein, Digga. Das macht kein normaler Gegner. Nur wenn man weiß, okay, da ist jemand. Und das weiß er in dem Fall nur, wenn er meinen Stream schaut mit seinem scheiß deutschen Namen da. Heute ist schlimm. Ich habe heute Nachmittag ein paar Runden gezockt, 20 Mal entspannt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wenn das so ist, wie es jetzt ist, dann... Muss ich damit leben, aber dann werde ich einfach kein Fortnite mehr im Stream spielen, Digga. Außer private Games. Dann werde ich meine Online-Spiele werde ich privat spielen. Dann werde ich einfach tagsüber privat spielen und abends gibt es dann nur noch Private Games, Digga. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Ich muss mich nicht von irgendeinem 12-jährigen Mehmet oder Johannes mit Oberlippenbart abfacken lassen, Digga. Ich muss hier niemandem mehr was beweisen, Digga. Es zerrt einfach an meinen Nerven. Da hab ich keinen Bock drauf. Könnt ihr vielleicht verstehen, vielleicht nicht, aber ich hab keinen Bock drauf, Digga. Da muss man wirklich den Streamer-Modus benutzen, Digga, ne? Damit die kleinen Arschlöcher nicht mal ein Foto hinbekommen, das, also, Digga. Da muss Fortnite mal was gegen machen. Nee, Digga, da muss Fortnite nichts gegen machen, weil sie schon was gemacht haben. Hätte ich jetzt, also gehen wir noch davon aus, ich bin mir ziemlich sicher, Digga. Der Kollege ist ein Stream-Sniper. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum man in Shifty reinläuft und Granaten um sich schmeißt. Außer man weiß, da ist jemand. Wenn ich den melde, den Kollegen hier, dann sage ich euch eins. Dann ist er weg. Dann ist er weg vom Fenster. Weil Fortnite bannt solche Leute. Konsequent. Aber ich habe gedacht, Digga, die Leute haben genug Grips, um mal zu kapieren, Digga. Dass sie, wenn sie mich streamsnipen, einen auf unauffällig machen. Und einfach gegen mich spielen, als wäre ich ein normaler Gegner wäre. Und nicht nebenbei meinen scheiß Stream schauen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute gegen mich spielen. So, die in meiner Lobby sind. Aber dann habt doch wenigstens Klasse und spiel gegen mich, indem du nicht auf meinen Stream schaust. Und schaust, was macht Monte gerade? Wo ist der?
Weil das hat halt null Stil, Digga. Und da bin ich dann auch so schnell salzig, Digga, habe ich gar keine Lust zu. Gar keine Lust zu, Digga. Das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, wie das ist, aber wenn du das ständig hast, Digga, dann ist das einfach wie ein Magengespiel, was nicht weggeht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will hier ganz in Ruhe, Digga. Ganz in Ruhe meine Runden zocken, Digga. Bisschen mit dem Livestream quatschen, vielleicht mal den einen oder anderen Kill machen. Aber wenn jeder dritte Gegner, gefühlt jetzt zumindest, jeder dritte Gegner dich Stream sniped, dann macht das Ganze einfach keinen Spaß mehr. Das ist schwer wahrscheinlich für euch rein zu versetzen, weil ihr nicht in der Situation seid. Aber wie gesagt, mich stört es nicht, wenn Leute gegen mich spielen wollen. Okay, kann ich verstehen. Aber wenn Leute mein Stream schauen und ich streame mit einer Verzögerung von einer Sekunde bis zwei und ganz genau meine Position wissen, das nervt halt einfach, Digga. Aber jetzt kann es natürlich auch sein, muss ich auch ehrlich sein, kann auch jetzt sein, dass es gar kein Stream-Sniper ist. Ich denke, niemand von euch kann mir das verübeln und deswegen bin ich dann auch in dem Fall eher auf Ninjas Seite. Man ist irgendwann so allergisch gegen die Leute, die einen töten, nicht weil man denen den Kill nicht gönnt, sondern weil man auf einmal so eine Allergie gegen jeden Gegner hat, weil man immer denkt, man wird gestreamt, man wird richtig paranoid. Hört sich doof an, ist aber wirklich so, Digga. Ja, mit dem Delay-Stream hatten wir auch schon das Thema. Ist für mich nicht der Sinn eines Livestreams, Bruder. Wenn ich streame, dann möchte ich ohne Delay streamen können. Wenn ich mit Delay streame, dann kann ich auch auf YouTube streamen, weißt du? Ja, vielleicht muss ich es mir wieder angewöhnen, mein Bild zu verdecken, wenn ich eine Lobby suche. Ja. Hat Dings Livestream, hat die Bild-Artikel verfasst oder was? 25.01. Scheiß drauf, Digga. Nee, vor 7 Minuten hier. Ja, ist ja nichts Neues, was die Bild schreibt. Alles entspannt, Livestream. Was über dich oder wie? Ja, ja, natürlich. Natürlich berichtet jeder über mich, Digga. Gibt ja auch ein bisschen Fame an meinem Schwanz zu holen. Kein Problem, Digga. Ich hab genug Schwanz für alle.